Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wie man sieht und wie man hört, ist hier ein bisschen Lärm von den Autos. Vielleicht versteht man mich trotzdem. Es hängt, das Plakat hängt. Und ich werde es noch ein bisschen ergänzen. Ich war etwas nervös, weil es ist am Freitag, den ist aufgehängt, vielleicht sogar schon Tag früher am Donnerstag. Es könnte aber auch ein Tag später sein. Das ist heute. Und tatsächlich, es ist noch feucht, aber es ist aufgehängt worden. Und mehr morgen, also mehr am Sonntag, zwischen 7 und 8 abends, also zwischen 19 und 20 Uhr, vorbeikommen möchte. Um seine Solidarität auszusprechen, ist herzlich willkommen. Aber mit Maske und Abstand. Ja? Ich selbst bin zweimal geimpft, aber trotzdem, bitte verachten. Wie man sieht oder gesehen hat, habe ich gerade noch mal drei Sprachen ergänzt. Ich bin kein Werbeprofi und kein Designer und nichts dergleichen. Und ich bin privat, ich bin Mitmensch und Nachbar. Und ich habe es jetzt einfach nachgetragen. Und hoffe und denke, dass man auch die drei Sprachen noch lesen kann. Ja, was ich sagen wollte ist, hier die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Türkisch, Aramisch, Russisch und Griechisch. Und jetzt nachgetragen Italienisch, Polnisch und Albanisch. Es gibt noch ein oder zwei Sprachen mehr. Hier habe ich in den Broschüren, in den Flyern, habe ich die dann zum Teil zumindest noch mit aufgenommen. Und ich werde ab morgen werde ich die verteilen. Auch da habe ich ein bisschen experimentiert, die Sachen auf eine Seite zu bringen oder auch auf die Rückseite. Also hier zum Beispiel ist einiges auf der Rückseite nachgetragen. Von den Flyern hat es mir 500 in der Druckerei bestellt. Ist dann auch nicht teurer, als wenn man Kartuschen kauft, Papier kauft und Stromverbrauch am heimischen PC. Und Ausdruck, schneller geht's auch. Also das habe ich erstmal 500 bestellt und dann aber immer wieder auch noch Variationen ausgedruckt. So, dass insgesamt jetzt mal 600 da sind
Ich denke, der Plan ist, vielleicht erstmal hier die Straße runter zu verteilen. Dann haben die Menschen vielleicht eine doppelte Botschaft, wenn sie von dort kommen und haben den Flyer vielleicht schon gesehen und nehmen dann das noch auf im Unterbewusstsein oder auch im Bewusstsein und reden darüber. Das ist der Plan, erstmal hier zu verteilen. Dann habe ich gedacht, bei mir an der Jakob-Finder-Straße die Blöcke und auch natürlich die Kippenleute auf der Prinzregentenstraße. Danach muss man weitersehen, wie der Stand der Linie ist. Bis zum 20. denke ich, werde ich auf jeden Fall verteilen und wenn es geht, auch noch darüber hinaus. Und jetzt hoffen wir, dass morgen, also am Sonntagabend um 19 Uhr, ein Vertreter der Presse hat Interesse angemeldet, würde mich sehr freuen. Vielleicht sind es ja sogar noch mehr. Und vielleicht drücken mir auch andere Menschen ihre Solidarität aus oder nehmen sich einige Flyer mit. Ich werde genug mitbringen. Und wie gesagt, aber immer auf die Finger achten. Live long and prosper. Thank you.